Okay, jetzt geht es los und unser erstes Märchen heißt Es war einmal. Das ist mit dem Bürgermeister Frederik Sandner. Es war einmal, so fängt jedes Märchen an, aber unser 18. Märchenumzug ist kein Märchen, sondern auf einer wahren Geschichte aufgebaut. 2000 wurden zwei Glocken in der Maria-Magdalenen-Kirche neu gegossen und die dritte wurde repariert. Feierlich wurden diese drei Glocken mit einem großen Festumzug zur Kirche gebracht und danach unter den Blicken vieler Zuschauer in den Turm gezogen. Und diese finanzielle Zuwendung ist das ehemalige Babypaus Joachim Herzlich, der heute in der USA wohnt, zu verdanken. Im Jahr 2002 wurde der erste Märchenumzug gestartet. Bürgermeister Frederik Sandner eröffnet wieder den Märchenumzug. Ein Applaus bitte. Ja, und im Anschluss sehen wir ganz bekannte Männer, nämlich die Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen. Jakob und Wilhelm Grimm sowie Hans Christian Andersen alias Seniorenbeauftragter der Stadt Bad Bibra Willi Bruska, stellvertretender Landrat Dieter Engelhardt und Verbandsgemeinderatsmitglied Michael Zech sind wieder in die berühmten Schriftstellerrollen geschlüpft und schlagen nun, liebe Gäste, für Sie das Märchenbuch auf. Und wir sehen gleich das erste Märchen, Ali Baba und die 40 Räuber von der Kindertagesstätte in Herrn Gotterstedt. Sie sind treue Gäste des Umzuges, die Kinder und der Tier der Kneipp-Kita Herrn Gotterstedt. Sie präsentierten uns in diesem Jahr das Ali Baba, ein Märchen aus der Sammlung Haus und eine Nacht. Schildträger, der mächtige Bruder von dem hier gefolgt von Ali Baba, in der im Anschluss der Räuberaufnahme mit seinen 40 Räubern, die Sklavin Marianne sowie Ali Baba und dessen Frau laufen vor der Räuberhöhle, die sich durch den Spruch Sesam öffnet, ich öffne und sich in ihr ein gewaltiger Schatz verbarg. Das fünfte Bild ist die Rübe oder auch genannt das Rübchen. Sie wird dargestellt von der Kita von Bibra. Wachs, mein Rübchen, werde süß, wachs, mein Rübchen, werde groß und fest, so sprach der Großvater, als er das Rübchen pflanzte. Als die Rübe entreicht war, wollte der Großvater diese herausziehen. Er schaffte es nicht. Er holte sich fünf Helfer, unter anderem Opa, Oma, den Enkel, den Hund, die Katze. Sie schafften es erst, als das kleine Mäuschen mit anpackte. Und das lernt uns, gemeinsam kann man alles viel besser schaffen. Ihr habt aber tolle Kostüme an. Sehr schön. So, liebe Gäste, nun kommt ein ganz bekanntes Märchen, Frau Holle, dargestellt von dem Kindergarten Saubach. Die Kinder und Erzieher der Kinder der Kita Rasselbande aus Saubach verzaubern heute mit dem Märchen Frau Holle. Vielleicht lässt sie es auch schneien und den Regen bitte in Schnee verwandeln, damit wir auch hoffentlich weiße Weihnachten haben. Herzlich willkommen. Das siebte Bild ist Hänsel und Gretel. Das wird dargestellt heute von der Kita an Roda. Hänsel und Gretel verlieben sich im Wald. Hoffentlich aber nicht die Kinder der neue zertifizierten Kita aus Altenroda. Wir begrüßen sie in diesem Jahr mit einem Hallo. Genau, die Kinder und ihre Erzieher sind schon seit langem dabei, die Kostüme und die Deko vorzubereiten. Und es sind ganz herrliche Kostüme. Und vielleicht können wir nachher einen Lebkuchen auch auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam essen. Und nun, liebe Gäste, sehen Sie wieder ganz kleine Mitwirkende des Umzuges, und zwar die Grundschule Saubach. Sie präsentieren Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Die Schüler der Sebastian-Kneipp-Grundschule aus Saubach sind ein fester Bestandteil des Umzuges. Zu dem Märchen, dem eine Glückshaut besitzenden Hans, wurde geweissagt, er werde einst das Königreich erben. Der König stellt ihm deswegen nach und versucht ihn zu beseitigen. Doch wird Hans durch eine List der Räuber mit der Prinzessin vermahlt.
Der wütende König will den unerwünschten Thronfolger loswerden und schickt ihn, die drei goldenen Haare des Teufels zu holen. Doch gelingt auch diese Prüfung und er hilft noch dem Baum mit den goldenen Äpfeln, dem Wein spenden und dem auf eine Ablösung wartenden Fährmann. Hier ist das Bild der BCC-Hüten. Besuch im Märchenwald. Dies sind die jüngsten Mitglieder des BCC-Hüten. Die Kinder, Eltern und Trainer stellen beliebte Figuren aus Figuren aus dem Märchenwald dar. Hase und Riegel, Frau Rolle mit Goldmagie und Feldmagie. Unser 17. Bild, Herzöge von Sachsen-Weißenfels mit Stelzenläuferin. Die große Begleitung ist heute die Demetra. Am Abend kann man diese Künstlerin um 18.30 Uhr auch noch in die Lichtershow von der Freien Bühne auf dem Bürgergarten sehen. So, liebe Gäste, hier sehen wir unsere Schneeflöckchen. Bitte verwandelt doch mal den Regen in wunderbaren Schnee. Sie sind zum 18. Mal dabei, also von der Geburtsstunde des Märchenumzuges. Dafür einen großen Applaus. Dargestellt wird es von der Garde und der Juniorengarde des Bad Wiedmer Karnevalsclubs. Sie sind von Anfang an bei den Märchenumzügen mit dabei. Die Garde besteht zurzeit aus 18 Tänzern und wird trainiert von Ines Karte und Inge Tschigacek. Da kommt Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das wird dargestellt heute vom Heimatverein Rainer. Zum ersten Mal dabei. Mit Schneewittchen.
Die Hauptfigur, ein armer Schneider, der von Fliegen gestört wird, die muss angelockt werden. Schlägt er mit einem Tischklappen auf die Tiere ein und tötet alle sieben. Begeistert von seiner Tat, einen Wirbel, den er selbst angefertigt und mit der Inschrift gesteckt, sieben auf einen Streich, geht er in die Welt hinaus, das ist jeder erfahren. Wir begrüßen recht herzlich die Freiwillige Feuerwehr aus Wellungen. Sie präsentieren die goldene Gans. Klaus, den alle Dümmling nennen, begegnet bei Holzfällerarbeiten einem älteren Mütterchen, der er von seiner Verpflegung etwas abgibt. Als Belohnung erhält er Gold, eine goldene Gans, an der jeder, der diese berührt, hängen bleibt. Daraufhin hat Klaus die Idee, die Prinzessin, die er lange verloren hat, mit allen Leuten, die an der Gans leben, zu besuchen. Die Prinzessin bricht den Lachen aus, der König stellt Klaus nur noch eine weitere Aufgabe, die er meisterte, und schließlich bekommt er die Prinzessin zur Frau. Und das ist unser 23. Bild, die Rattenfänger von Hameln. Was dieses Jahr darstellt, kann es Pfingstburschen auf Laubach. Wir sehen super aus. So, liebe Gäste, wir begrüßen recht herzlich den Heimatverein Burger und Rohberg mit dem Bild Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen und Rosenrot, so schön die Rosensträucher ihrer Mutter. Die beiden Mädchen sind oft allein im Wald unterwegs, sind also sehr mutig. Sie gießen Obdachsuchenden Bär und falten nicht ab. Dreimal trafen sie dabei in ihrer Not, Not geraten in ein Berg. Trotz ihrer Hilfe war dieser natürlich sehr undankbar. Der Bär und der Falke retteten die Mädchen beim vierten Treffen mit dem bösen Berg. Die Mädchen erkennen ihre Freunde wieder, die Kinder, und sie verwandeln sich zurück in die Königskinder und weiter. Oder alle vier zusammen sind glücklich, dass der Tod die Scheiße hat. Durch handgefertigte Kostüme aus Kranichfeld. So, liebe Gäste, jetzt sehen Sie die Schöne und das Biest ebenfalls vom Kostümverleih sicher. Die Prinzessin ist vorn schon gelaufen. Zu
sehen sind unter anderem aber die verzauberte kleine Tasse Tassilo, die Teekanne, Herr von Unruh, die Uhr und viele weitere Freunde von Belle und dem verzauberten König. Die Uhr ist ja natürlich mein Highlight. Sehr cool. Das 29. Bild ist heute Cinderella. Ist auch wieder gesponsert vom Kostümverleih Sichert. Wieder ein Märchen nach Disney-Vorlage wurden die Kostüme um die schöne Cinderella geschneidert. Wir sind begeistert und stimmen ein. Bibidibi, bibidibu, bibidibu. Machst du gut, danke. Außerdem sehen wir das Märchen Die Schneekönigin, ebenfalls ausgestattet von Kostümverleih Sicher. Die Kranichfelder Rosenkönigin Diana Lamprecht ist heute die schöne Schneekönigin. Begleitet wird sie von ihren beiden Blumenmädchen. Die Schneekönigin ist ein Kunstmärchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Die Krone wurde selbst gefertigt und mit Stein beklebt. Sehr schön. So oft wie wir heute schon Schneekönigin und Schneeflöckchen haben, kann es doch mit weißer Weihnacht dauern, also muss es doch was werden mit weißer Weihnacht. Das 31. Bild ist heute der Zauberer vom Ost. Die Kostüme sind auch wieder gesponsert vom Kostümverleih Sichert. Dies ist das letzte Märchen vom Kostümverleih Sichert, die wie jedes Jahr extra im Reisebus mit 50 Verwandten und Freunden angereist sind, um den Märchen im Zug zu unterstützen. Sie sind gern gesehene Gäste beim Märchen im Zug und schon seit vielen Jahren dabei. So, liebe Gäste, jetzt sehen wir auch ganz tolle Kostüme. Und Sie sehen das Märchen Das Feuerzeug. Die Freiburger sind auch immer gern beim Märchen im Zug dabei. Heute zeigen sie uns das Märchen Das Feuerzeug. Vom braven Soldaten, der mit Hilfe des magischen Feuerzeugs die Hexe besiegen kann. Auf dem Handwerkerhof können heute die kleinen Besucher den Märchenerzähler mit das blaue Licht lauschen. Das kalte Herr wird vom BSF-Gastführer heute dargestellt. Der Weißenfelser Gastführerverein präsentiert das kalte Herz. Sie haben auch ganz wundervolle Kostüme. Und die Lichterkette kommt bestimmt im Dunkeln auch wunderbar zur Geltung. So, liebe Gäste, nun sehen wir drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Dargestellt vom Heimatverein aus Laucha. Über das Märchen braucht man eigentlich niemandem etwas zu erzählen. Es ist mittlerweile ein Klassiker zu Weihnachten. Man erkennt es an der Melodie. Und liebe Gäste, Sie glauben es nicht, aber ich habe tatsächlich Anfang der Woche drei Haselnüsse für Aschenbrödel auch schon geschaut. Und es kommt zu Weihnachten, glaube ich, 10-mal. Also nutzen Sie die Chance und schauen Sie dieses Kultmärchen. Es ist eine wunderbare Tradition zu Weihnachten. Schön, dass Sie da sind. Hier ist unser 34. Bild, Max und Moritz. Der Männerverein Felsenfest aus dem benachbarten Trödelsdorf ist ebenfalls schon viele Jahre beim Märchen dabei. Und sie zeigen uns in diesem Jahr die bekannten Streiche von Max und Moritz. Szene Hähnchen angeln aus Max und Moritz Bonnes Haus. Lehrer Lampe, Max und Moritz, Witwe Wolde, Schneider Böck, Meister Bäcker, Schwanner Bäcker, Onkel Fritz und Müller. Ich glaube, jeder kennt die bekannten Streiche von Max und Moritz. Sehr, sehr schön dargestellt mit dem Haus. Matthäa, wie fandest du bisher die Kostüme? Also, die sind alle sehr, sehr schön. Aber die meisten waren ja bis jetzt vom Kostümverleih Sichert, aber... Es waren viele vom Kostümverleih Sichert, aber es sind auch sonst wieder sehr viele Vereine dabei, die vergangenen Jahre treu waren dem Märchen und so und dem Wetter nicht getrotzt haben. Sehr, sehr schön, dass so viele mitmachen. So, wir sehen den zweiten Burschenverein hier im Märchen und so. Ach, was gibt's denn hier? Glühwein, danke. Matthias, das darfst du noch nicht trinken. Aber ich freue mich über den zweiten Becher. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte die Technik. Wir begrüßen recht herzlich die Kausdorfer Pfingstburschen.
grüne Wald zurück. Sie kommen zu den Riesenbergen. Über ihrem Zauberspiegel erfährt die Königin, dass sie mit ihm lebt und versucht ihn mit einem Kamm, mit einem Gürtel, mit einem vergifteten Apfel zu töten. Aber es gelingt nicht. Der Prinz Mary Poppins.
erstmalig dabei. Wir sehen im Märchenumzug Mary Poppins, Bert, den Schornsteinfeger, zwei Kindermädchen, Mr. und Mrs. Banks, die Taubenfrau und viele mehr. Das finden wir, ja, jetzt muss, also bitte lachen Sie nicht über mich, ja, Ja, Sie können das besser als ich. Sehr schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich habe es versucht, aber ich kann gerne Ihnen mal das Mikro reichen, dass Sie es mal ganz laut sagen. Jeder sagen, wir sagen es gleich mal rückwärts. Geht dich alle Expilistik, frage Kali super! So, liebe Gäste, jetzt sehen Sie kleine Schweinchen, passend zu dem Ort, wo Sie herkommen, nämlich aus Saubach. Also es lag nahe, dass Sie die drei kleinen Schweinchen machen. Im letzten Jahr erstmalig dabei, in diesem Jahr haben Sie sich ein ganz tolles Bild ausgesucht. Drei kleine Schweinchen haben jeweils ein Haus aus Stroh, aus Holz und aus Stein. Und der böse Wolf, heute dargestellt als Schildträger, pustet das Haus aus Stroh und Holz um. Die Schweinchen fliehen also in das Haus aus Stein. Der böse Wolf kann dieses Haus nicht umpusten und die drei kleinen Schweinchen besiegen den Wolf. Schön, dass ihr da seid. Das 45. Bild ist heute Frau Holle. Die Kinderfeuerwehr aus der Glocken Gießstadt Laubach an der Unschul präsentiert das Märchen Frau Holle. Mit dabei sind natürlich auch die Gold- und Pechmarie. Diese beliebten Märchen, der Hausmärchen der Gebrüder Grimm, wurden von den Kindern und den Eltern der jüngsten Floran. Vielleicht hilft Frau Holle, dass zu Weihnachten Schnee liegen tut und ja, vielleicht schüttelt sie nochmal ganz kräftig ihre Kissen. Das 46. Bild ist heute Tischlein deck dich mit Jana Schumann und Kerstin Beckmann. Das waren die Hauptveranstalterin dieses Märchen. Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem Sack. Unser Märchenbild gestaltet von der Verbandsgemeinde Bürgermeisterin Monika Ludwig und ihrem Kollegen aus dem Burgenlandkreis. Tischlein deck dich, Tischler mit Tischlein deck dich ist heute Udo Menecke. Müller mit Goldesel ist heute Landrat Götz Ulrich. Drechsel, Knüppel aus dem Sack, Monika Ludwig. Hallo Mutti! Das Wirtspaar ist Jana Schumann und Kerstin Beckmann. Und die Ziege ist Kim Litan, die heute extra zickig für sie ist. Und natürlich echte Esel dabei. Herzlich willkommen! Ich hätte noch ein bisschen was gedeckt. Vielen Dank. Hier ist der echte Esel. Und da ist noch ein Esel, ja. Und zwar sind die Bremer Stadtmusikanten. Genau. Wir begrüßen recht herzlich Familie Döring und Don. Der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Zeitung Olaf Döring mit Ehefrau Cindy und der Sachgebietsleiter kommunale Dienstleistung der Stadt Naumburg Andreas Dorn mit Frau Claudia Freier geben uns heute die Bremer Stadtmusikanten. Herzlich willkommen! 48. Drehorgel Funke. Der Drehorgelspieler Herr Funke und seine Frau sind aus Heiligenkreuz. Im Anschluss an den Märchenumzug wird er auf dem Kirchplatz mit seiner Drehorgel noch stimmungsvolle Musik abspielen. Und da wartet schon das nächste Märchen, die Sage der heiligen Barbara. Zum zweiten Mal dabei begrüßen wir recht herzlich den Mitteldeutschen Umwelt- und Technikpark e.V. Die heilige Barbara starb der Sage nach im 3. Jahrhundert vor Christus als Märtyrerin, dass sie sich ihrem Vater widersetzte und dieser sie köpfen ließ. Sie gilt als Schutzpatronin der Bergleute, da sie zuvor Zuflucht in einer Felsspalte fand. Aber ihr Vater fand sie doch, da sie verraten worden war. Das 50. Bild ist heute Märchenhafte Grüße aus Donnburg. Das wird dargestellt vom Donnburger Rosenfestverein. Ein Märchen wird wahr, ein Jahr König sein. Die 48. Donnburger Rosenkönigin Vivian Weiß verriet den Dornburger Rosenfestverein. Das Rosenfest wird immer am letzten Juni-Wochenende gefeiert. Wir begrüßen einige Mitglieder des Vereins, alle in historischer Gewandlung. Sehr, sehr schöne Kostüme. Herzlich willkommen.
Märchen Robin Hood, Helden in Strumpfhosen von den Rad- und Freizeitsport Bornstedt 1905. Ein Märchen verfilmt als Kultfilm, heute auf verschiedenen Rädern dargestellt. Der Rad- und Freizeitsport Bornstedt wurde 1905 gegründet. Der Verein ist seit über 40 Jahren Gast in Thalwinkel und in der Finnestadt Bad Wiedmar. Der Verein hat sich den Kinder- und Jugendarbeit verschrieben, aber auch die Erwachsenen kommen bei uns nicht zu kurz. Diese agieren im Clubhumor. Sie zeigen bei ihren Veranstaltungen so mancherlei akrobatische Höhepunkte auf den verschiedenen Kunst- bzw. Einrädern. Letztere gibt es bei ihnen bis 2,60 Meter Höhe. 2016 konnte sich der Verein 2 Rekorde in sein Geschichtsbuch eintragen. Die längste Kronenkorkenkette der Welt und 115 Sportfreunde auf Einrädern. Beide Rekorde aufgestellt am Jubiläumswochenende im Jahr 2016. Herzlich willkommen. Hier kommt auch schon das 3-5-Bild. Peterchen Frost, Harry Reiche, Landrat und andere. Ein gern gesehener Gast im Märchen und Flug, unser ehemaliger Landrat Harry Reiche. Im kultigen Kübel unterwegs und er hat auch den anderen etwas Süßes für die kleinen Gäste dabei. Herr Reiche, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und liebe Gäste, nun sehen wir das Sparkamobil aus Thalwinkel. Das Auto ist ein 20 Volt Turbo mit 300 PS und Allrad, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, konstruiert und gebaut von Firma Sparkamobil. Restauration und technische Umbauten von Oldtimern und Jungtimern. Sehr schön. Und jetzt kommt unser letztes Bild. 55, die Ulkenbande. Das wird dieses Jahr dargestellt von Phil Studio Neuwitz. Mächtig gewaltig. Was kommt denn hier? Ein langer ersehnter Wunsch der Organisatoren des Umzugs, einmal die kultigen Ideen im Umzug zu begrüßen, Jürgen. In Neuwitz bei Zeit leben sie weiter. Die Ulkenbande von Neuwitz mit Egon Ulken, Leif, Benny und der Strillgewon. Und ein wunderbares Auto. So, liebe Gäste, das war unser Märchenumzug, unser 18. Märchenumzug. Ein großer Applaus nochmal an Matthäa, die sich ganz tapfer hier durchgeschlagen hat. Ich würde mich freuen, gemeinsam mit Ihnen auf dem Weihnachtsmarkt den ein oder anderen Glühwein zu trinken und Matthäa einen Kinderpunsch zum Aufwärmen. Genießen Sie den Tag heute noch. Das Wetter hat sich beruhigt, der Regen hat aufgehört. Ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich einen schönen dritten Advent. Besinnliche Weihnachten im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass Sie hoffentlich nächstes Jahr wieder unsere Gäste sind. Vielen Dank, dass Sie da waren.